Das ist das bald vorbei. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Wir spielen weiter. Und ja, also ich war gerade hier oben, da kommt man nicht lang. Da ist so ein komisches Gitter, was dir das alles versperrt. Deswegen, Pascal wollte gerade irgendwas vorschlagen. Genau. Wir gehen nochmal rüber und gucken, ob wir da hinten was finden. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey, nee, du. Aber das ist mindestens angenehmer als die andere Stimme. Ja, aber nicht minder anstrengend für die Stimmbänder. Dann sage ich dir. James Shield. Deswegen nehmen wir mal. Da war was auf dem Tisch. Auf dem kleinen, neben dem Fahrstuhl, du Knallkopf. Nimmst du das vielleicht mal mit? Moment, Moment. Tatsache. Gewehrpatronen, sehr gut. Der hier nicht, jedenfalls noch nicht. Jetzt müsst ihr aber gucken, dass wir hier. Okay, hier geht's später weiter. Ganz wichtig. Müssen wir uns merken. Gut, hier ist alles zu, deswegen müssen wir jetzt da durchgehen. Oh Gott. James schielt schon wieder und jetzt kommt eine Stelle, die ich gar nicht gut leiden kann. Denn jetzt müssen wir. Hier müsste irgendwo noch. Hier ist nur ein Speicherpunkt. Normalerweise sollten wir. Okay, die ist wahrscheinlich unten zu finden. So, jetzt wird's nämlich lustig. Sie sind zu fett. Dritte Etage, ne? War das dritte Etage oder? Ja, du musst ja in den Raum 340. Ja, und der Schlüssel dafür ist unten im Keller. Alles ablegen. Und jetzt wird's richtig scheiße. Ja, denn wir können uns jetzt weder wehren noch heilen. Deswegen hätte ich mich eigentlich vorher vielleicht heilen sollen. Du Idiot. Ich leg mal alles rein. Vielleicht kannst du ja das Messer mitnehmen. Man kann nicht mal die Taschenlampe mitnehmen. Was sehr unlogisch ist, denn, naja. Wie soll man denn sowas sehen, zum Beispiel? Tja. Warte mal, haben wir nicht noch irgendwas vergessen? Kannst du mal bitte nachgucken? Nee, soll ich mal nachgucken? Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Dieses Geräusch, weißt du, zu schwer okay. Für den Lift ist. Im Inventar auf den Schrank. Hier könnt ihr die Karte des Hotels für Mitarbeiter an euch nehmen. Fahrt in die erste Etage. Wo soll jetzt hier die Karte für Mitarbeiter liegen? Wo? Sehe ich irgendwo eine Karte? Wo liegt eine Karte? Im ersten Stock. Ja gut, ich bin im zweiten Stock. Könnt ihr wie gehabt nur unter Lampen lesen. Sucht eine Lichtquelle und schaut auf die Karte. Ihr müsst nun in den Raum Pantry aufsuchen. Tja. Also wirst du die Karte wahrscheinlich nur im Fahrstuhl lesen können. Weiß ich nicht mehr. Schätze ich mal. Hier irgendwo ist die Karte für Mitarbeiter, das weiß ich. Hier zum Beispiel. So, wo müssen wir jetzt hin? Pantry. Findest du? Jupp. Das dürfte diese Tür hier sein. James schielt auch schon ordentlich. Nimm die Spieldose, Mann. Dankeschön, Dankeschön. So, ich glaube, das war's auch schon. Kriegen wir denn die Dose her nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Vergesst auch nicht, im Office das Videoband aus den offenen Safe zu nehmen. Außerdem findet ihr dort auch einen Dosenöffner. Office, alles klar. Merkt euch jetzt schon mal den Weg zum Boiler Room. Office, okay, müssen wir direkt da rein. Von dort müssen wir. Wo ist denn der Boiler Room? Ist der überhaupt hier oder ist der unten? Der ist im Keller. Wunderbar. Das heißt, wir dürfen gleich die Treppe runtergehen, ne?
Herrlich! Langsam tut das echt weh, so zu reden. Tja, dann solltest du aufhören. Ach, guck mal, ein Dosenöffner. Jupp. So, das war's auch schon da. Ab in den Keller, in den Boiler Room. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Wir sollten jetzt speichern, denn, naja, am besten hinter jeder geschafften Sequenz speichern, damit wir halt durchkommen. Hm? Würde ich mal so sagen. Es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. Tja. Wo geht's zum Boiler Room? Hier zum Beispiel. Tja. Und er schielt schon wieder. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Jetzt haben wir den Schlüssel zur Bar. Die Frage ist, wo ist die Bar? James braucht einen Whisky und da ist ein Viech. Geh mal aus dem Weg, Mann. Okay. Hier gibt's Heildrinks. Das ist schon mal sehr gut. Was gibt's denn da noch? Der schielt doch da auf irgendwas. Eine Dose. Zack. Was ist da drin? Eine Glühbirne. Ich meine, dass wir jetzt automatisch in der Bar sind. Und ja, hier zeigt James mal, was er für eine wundervolle Pussy ist, indem er diese Tür hier nur schrecklich. Er kann sie so. Also, wir können uns jetzt übrigens auch wieder heilen. Theoretisch. Ja. Glühbirne rein. Lampe an. Ich kann den Schlüssel zur Bar verwenden, ich Idiot. So, irgendwie müssen wir jetzt wieder zur Küche, da haben wir den Dosenöffner. Ja, haben wir alles. Und in der Bar die Venus Tears. Lest mal weiter, was war da? Müssen wir die Treppe hoch oder müssen wir. Setzt die Glühbirne in die Fassung an der Theke ein und probieren so Schlüssel zu bauen. Und könnt ihr in die zweite Etage rennen, um eure Sachen zu nehmen. Begebt euch in die Eingangshalle, die Lobby des Hotels. Vergesst bloß nicht, euch wieder auszurüsten. Hier stehen Viecher. Schalalala. Hier stehen Viecher. Schalalala. So, also ein Stockwerk nach oben. Hier laufen Türmänner rum. Super. Und ich hatte die falsche große Spieluhr. Moment, Moment. Wie kommen wir denn jetzt da nochmal hin? Zur zweiten Etage, weiß ich nicht. Ach, zweite Etage. Gut, ich bin im ersten Stock. Ach. Tja. Da war eine Treppe. Moment. Es ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. Spasti. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite oder auf der falschen? Ich glaube, auf der falschen. Ich weiß nicht. Ich scheine doch auf der falschen Seite zu sein. Ach, du Knallkopf. Was sagt denn die Eieruhr? 5 Minuten noch. Nur noch den Aufzug. Aua. Hat mich nicht getroffen. Jetzt nehme ich alles vom Regal. Bin wieder ausgerüstet. Habe alle 3 Spieluhren und den Zimmer zum Schlüssel. Den Zimmer zum Schlüssel. Genau. was bedeutet, dass wir eigentlich alles im normalen Hotel bereits erledigt haben? Ja, rüste dich aus, ne? Waffe anlegen und so. Yep. Alter, 160 Schuss knapp für die Schrotflinte. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Lobby und dann zur Spieluhr. Ich muss voll furzen, mach ich aber nicht.
Mach doch, Alter. Nicht in meinen Let's Plays. Das gehört sich nicht. So, warte mal, wie müssen wir der letzte. Wie kommen wir jetzt wieder nach unten, Mann? Mit der Treppe im Knallkopf. Würde ich mal sagen. Da könnten sie recht haben, wissen Sie das? So. Willst du die Spiele so spielen lassen? Ich will sie nicht spielen lassen, Mann. Du drückst Nein und du machst trotzdem. Möchtest du die Rätselslösung wissen? Nö, hab ich mir gemerkt. Ja, was kommt denn? Schneewittchen, Aschenbuttel, Meerjungfrau. Ja, mach das mal so, mal gucken, ob's klappt. Okay, Aschenbuttel, Schneewittchen, Meerjungfrau. Ja, mach das mal so, mal gucken, ob's klappt. Warte mal. Probier's mal mit Aschenputtel, Meerjungfrau und Schneewittchen. Stand auch auf der falschen Stelle, habe ich gemerkt. Warte mal, da steht doch was. Tja, wer floh denn wohl um? Ich glaube, die Aschenputtel, ne? Tja. Schneewittchen. Yep. Ach, ja. Willst du die Spiele so spielen lassen? Nein. Warum gehst du denn dauernd auf Escape, Mann? I don't know. Jetzt kann sie spielen. Das Gespräch mit den Kopfhörern, müssen wir das im alternativen Hotel machen? Ja, ne? Ich glaube ja. Aber viel ist es nicht mehr, also höchstens zwei Parts noch. Meinst du ja? Na gut. Falsch. Ops. Erstmal wieder gegenrannt. Kein Problem. Die Eieruhr müsste gleich klingeln. Wenn ich mich nicht täusche. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ich will mal was nachgucken. Was denn? Alles zu. Okay, dann war das im alternativen Hotel. Eieieiei. Marken Sie hin, junger Mann. So. So, und wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.